Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Crown of the Ivory King. Ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum wir hier sind. Aber wir haben uns einfach schon mal mit unserer Zeitmaschine die heutige Dark Souls 2 Folge angeguckt und wissen jetzt, dass wir diese gefrorenes Illumiolois, genau, und hier finden wir die Ritter dann auch, die durch das Eis sozusagen nicht zugänglich waren und jetzt hoffentlich frei sind. Was möchtest du den Menschen damit erzählen? Du fängst irgendetwas von einer Zeitmaschine an, dass wir nichts Besseres zu tun haben, als mit einer Zeitmaschine unsere Videos anzugucken, die in Zukunft produziert werden. Ja, damit wir wissen, was wir tun müssen. Ah. Nein. Wir haben natürlich gedacht, wir werden diese Ritter wahrscheinlich innerhalb des Schlosses finden. Wir haben jetzt viele Sachen, die wir noch looten müssen. Wir sind halt gespannt darauf, um zu schauen, was es denn da alles so gibt. Außerdem wollen wir unbedingt diese Kiste mit dieser Zunge haben. Ja, das stimmt, die ist geil. Oh, die sieht zumindest cool aus. Ja, mal gucken, was die so bringen. Ja, und wenn die alle da zum Endboss aufsetzen, muss sie auch irgendeinen Effekt haben. Ja. Denke ich. Nur weil die cool aussieht, dann trägt man die sonst, aber ja, richtig. Wenn die einmal auch Schaden macht, hurra für Trost. Stimmt, wir können jetzt die Fackel auch anzünden, ne? Mhm. Hier konnten wir vorher nicht durch, oder? Mhm. Da ist ein Hebel. Da ist eine Kiste. Da bist du aber mutig durchgelaufen. Ja, ich bin halt so. Die Kiste habe ich nicht mal getroffen, oder? Nein. Jetzt aber. Sehr höchstens klug, eine Falle wir drin. Wir wissen, dass bei einer Kiste auf jeden Fall nichts drin ist. Seelensalbe. Oh. Hey, da ist eine Treppe nach oben. Weiß ich, da ist ein Hebel. Der ist aber kaputt, ne? Ja. Da steht aber was. Vorsicht vor Loch. Ich sehe kein Loch. Okay. Ist das Loch vielleicht auch unsichtbar, so wie die Leiter letzte Mal? Könnte sein. Items! Aber du bist drüber gelaufen, also ist nicht so schlimm. Gut hinsehen, Bettlauf voraus. Nordwächter, Kapuze, Gewand, Manschetten und Hose. Das hört Nordwächter, das hört sich irgendwie so nach irgendwas Magical. Warm angezogen. Das wird er sein, ne? Ja, das ist irgendwie so ein Magiergewand, würde ich sagen. Hm. Sieht aber schick aus. Achso, die hatten wir uns mal angeguckt und haben dann gemerkt, das Upgrade ist so schlecht, das lohnt sich nicht, ne? Ja. Obwohl die auch schick aussieht. Ich bin dafür, dass wir das tragen. Ja, ich bin dagegen. Besser? Nein. Jetzt? Du kannst in dem Spiel nicht so rumlaufen, wie du es privat immer tust. Warum nicht? Nein. Was sagst du? Wenger, das können wir aber gar nicht mehr. Nein, das haben wir plus 5, das ist Maximum. Gut. Weil es eine. Ach, das ist der Schrein, wo wir angefangen haben. Ja. Was diese komischen Statuen dazu heißen haben, wissen wir aber immer noch nicht. Nö. Aber wir sind auch noch nicht durch, ne? Ne. Ja, ich wollte eigentlich gucken, ob da irgendwas mit der Wand ist, ob wir da noch irgendwo. Schüpp, 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 du. Ne. Okay. Wenig Wände im Moment, ne? Ja, oder wir übersehen sie ganz elegant. Kann ja auch sein. Das kann sein, ja. Aber ist ja trotzdem schon ganz hübsch hier. Wir haben eine Kiste gekriegt und ein anderes Item. Also wir kriegen noch mehr Kisten, das ist das Beste. Da oben ist ein Loch. Irgendwann hat er mit dem Hebel, das ist mit Sicherheit irgendwie fahrbar hier. Ja. Das ist mit Sicherheit irgendwie ein Aufzug oder sonst irgendwas. Hebel. Ja, der tut's noch nicht. Piepmatz. So. Soll ich dem Typen da, der da sitzt, gleich einfach mal eine geben? Meinst du? Ich weiß nicht, was für einen Effekt die sonst so haben. Langsam bin ich überfragt, könnte man sagen. Oh, der hat sein Schild oben. Kurzer Prozess, mal kein Backstep. NPCs in. Vision von Exzentriker, deshalb Feind. Angreifen. Ausrufezeichen? Kann auch eine Falle sein, aber. Das war eine Frau! Ja, das ist aber die. Ist genauso ein Mage eigentlich wie die anderen, die hier überall rumlaufen. Ja. Wo kommst du denn rein? Ja. Was willst du wollen, ne? Den habe ich gehört. Hätte sich gar nicht so klug angestellt. Ne. So rein von der Akustik her hätte das aber auch ein Fahrstuhl sein können. Ja.
Das stimmt. Grauenvoll, aber wahr. Ja, ist wohl so. Ich krieg weiße Füße. Rechts irgendwie? Ja, da kommen Minibus. Ah, scheiße. Ah. Das ist doch schön und ich bin ganz schön weiß geworden. Da war, glaube ich, Loot. Nö. Das war eine Nachricht. Okay, alles klar. Waffe voraus. Die haben, alles klar. Haben wir aber schon mitgenommen, ne? Ja, ja, klar. Lügner. Ja, da stand wahrscheinlich irgendwas mit Wand und so, ne? Ja. Hatten wir hier, glaube ich, schon mal geguckt, ne? Licht. Ja. Ja, man merkt aber, dass es auch nicht mehr so schneetreibend hier ist. Ja. Wir werden zwar immer noch ziemlich weiß dabei, aber... Das ist ja... Den haben wir da schon geholt. Der steht versucht, Gefahrenzone, ja. Ist klar. So, da geht's weiter. Leben und dann verdammt teuer, okay. Da sitzt noch wieder so einer. Die Dinger da aber alle auf Schnauze, ist mir doch scheißegal. Ich hab schon voll die blauen Füße und Beine. Ja. Ja, du, wenn du die ganze Zeit kniest, was willst du machen, ne? Weggehen. Oh, was ist denn hier passiert? Ah, aufgetaut, ne? Ja. Stimmt. Zwei Goldfruchtbalsam. Getrocknete Wurzel und ein Stab der Gefolgs, Leute. Einen guten Stab brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Deswegen sehe ich jetzt auch mal gerade davon ab, da reinzugucken, was das denn so tolles ist. Ja. Da ich eh nicht bewerten kann, ob der besser ist oder schlechter als vorher. Also sozusagen. Also, ob der gut ist. So. Du warst plötzlich gerade mehr als sonst. Hm. Das war nie. Ja. Der hat aber gesessen. Ja, aber gelernt. Ja. Haha, Bächse. Haha, tue ich mich durch. Haha, das war auch nichts. Der aber. Hat keine Ausdauer mehr hatte. Verfluchte Axtfasan Sauerei. Jetzt ist aber gut hier. Dax, Ax, Ax! Ist hier aufgestanden? Weiß ich nicht. Oder war das hier schon eine Stelle, wo die auftauchen? Das kann man sagen, ja. So. Einmal kurz in den Hiebel reingehauen. So, die halten ja nichts aus, Gott sei Dank. Okay. Das war ganz easy. Easy, easy, easy. Dein Thema. So, da kommt er noch. Und kriegt nochmal Backstab. Ich glaube, der andere kommt auch gerade schon, ne? Ja. Nö, ja. Der ist ganz gut. Der ist wieder gegangen. Ja. Oder hat's vor, oder... Naja, wird auf jeden Fall mal irgendwie backstabbt und dann ist gut. Short. So, und das ist das Ding, was wir gesehen haben, was da drin lag. Hatten wir ja schon, als wir hier waren, in dem Eisblock da gesehen. Wo kommt der denn her? Ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen angepisst, weil die ihre Kumpels verprügelt hat. Weiß ich nicht. Glaub wohl. Weder das oder... Die sind mit aufgetaut, in Anführungszeichen. Das kann auch sein. Dass wir jetzt die anderen sozusagen uns dann in den Rücken gefallen wären. Auf jeden Fall du. Ja, ja, der ist ja hier aus dem... Drei Reparaturpuffer, das ist nice. Den nehmen wir doch gerne mit. Ja, das kann sein, dass der mit aus... Nur so, dass du da in Anführungszeichen am Anfang erstmal in Sicherheit gewiegt wirst. Ja, die sind ganz lieb, die tun nichts. Und dann irgendwann springen die dann auf und fallen dir in den Rücken, ne? Mhm. Weil du da dann im zweiten Durchgang, wenn du jetzt hier hingehst, um dann Ritter zu suchen und deinen Loot einzusammeln und so ein Turt alle... Ja. Ja. Da hinten sitzt einer, wir werden sehen, ob der von alleine aufsteht. Da kommt auch noch einer aus der Ecke. So. Der Typ mit den Eisstacheln da hinten. Ja, die sind wir cool. Der macht eigentlich so, dann haben wir den ersten Schneller weg. Ja. Das ist gut. Das ist gleich angepiept. Ja, gut, da kann ich noch mit leben. War jetzt noch nicht zu krass. Wir müssen gleich ringtechnisch gucken. Was müssen wir? Ringtechnisch, okay. Ja, wir haben noch den Lebens. Immer noch aus. Ja. Stimmt natürlich. Da hatte ich den Effekt ein bisschen besser bekommen. Am Anfang hast du ja weniger Leben. Ja. Und du musst da sagen, ist ja immer noch kein Plusring sozusagen. So gesehen. Ja, gut.
Schwer, ne? Vorsicht vor links und dann versucht rechts, oder was schneller? Ja. Ja. Bis hier einer rauskommt, haben wir ja schon feststellen dürfen. Das Item haben wir schon gesammelt. Den Ring möchtest du jetzt mal eben ändern? Tja, ja, könnten wir machen. Jetzt wollen wir gerade mal ein bisschen Zeit haben, ne? Ja. Jo, ich nehme den mal wieder. Ja. Ja, ja. Im Moment ist ja hier sowieso nur so. Ui, da oben. Im Moment ist hier ja sowieso nur so ein bisschen normales Crap, diese Anführungszeichen. Und der saß ganz gut. Ach, der lebt immer noch, die Sau. Ah, jetzt aber nicht mehr. Ja, ne? Ja. So ein bisschen Leben da. So. Enges Gebiet. Also, witzig Knicker, ey. Witzig, witzig, witzig. Ist hier hinten noch irgendwas? Ne, ne? Da ist Schnee. Ja. Ja, ja, alles klar. Dann bist du recht. Ja. Wenn die im ersten Durchgang auch alle killen können. Ja, die Frage ist, ob die wiederkommen. Da vorne sieht so aus, als wenn wir noch nicht drin gewesen wären, würde ich sagen. Ne? So, der Eingang sieht so ein bisschen so entschneet aus, ne? Ja. Da ist ein Aufzug, okay, ne, das hatten wir, glaube ich, definitiv noch nicht, ne? Nee. Aber ich gehe erstmal gerade hier weiter geradeaus und guck mal, ob man hier irgendwas... Da ist so eine Kathedrale, da sind auch Gegner, da müsste man auch irgendwie hinkommen, aber da halte ich jetzt mal für unwahrscheinlich, dass ich da rüber springe. Ja, ich auch. Ich denke mal, das wird nachher zugeeist. Entweder das oder wir finden jetzt hier mit dem Aufzug, der wird ja dann runtergehen, weil nach oben geht nicht viel. Ja. Vielleicht kommt man dann unten rum und fährt da hinten wieder hoch oder so. Das geht auch. Possibility. Oder das ist der Shortcut zu dem Ding unten, wo wir quasi gerade, aber das glaube ich nicht, der ist eigentlich zu breit dafür, würde ich sagen. Ja, wir fahren jetzt gleich noch durch so ein Loch. Ja, auch. Und vor allem war das ja auch ein ziemlich enger Gang da. Ne? Ja, hier waren wir noch nicht. Ja, ja, klar. Was ist denn das denn? Aua! Boah, die machen aber übel Schaden. Ja, die sind gleich überall so. Ich hab Schaden gekriegt, dass ich den gehauen hab, oder was? Ja, weil die Stacheln haben. Also krass. Ja, du warst aber auch sehr, sehr nah. Also, okay, bei denen... Heftig, da musst du aufpassen. Richtig, ja. Schaden. Okay. Die hätte ich jetzt, so kleine Pissviecher, hätte ich jetzt ein bisschen sympathischer erwartet. Ja. Gucken wir mal, ob ich da durchkomme. Ja, jetzt bist du ja gewarnt. Ja, ja, klar. Das ist ja schon nicht ganz verkehrt. Aber die haben es wohl in sich. Ich finde das immer noch lustig, dass man von hier die Leiter sieht. Ja. Wo es kam, Patch, vielleicht sieht man die jetzt ja auch, wenn man davor steht. Ich weiß, das kann sein, ja. Würde mich wohl interessieren, aber... Da kommen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal hin. Ja, zumindest in die Nähe rechts. Rechts rum, ne? Ja. Ja. Zumindest in die Nähe, dass man immer sagt, da könnten wir mal einen Abstecher machen und mal gucken, ob sie das gefixt haben. Interessant fände ich das wohl. Oh, nicht Zwiebel, aber... Nein. Wir kommen da wahrscheinlich. Ja, zumindest in die Nähe, da eigentlich da ganz hin werden wir auch nicht mehr müssen, obwohl ich kann sein, dass da noch irgendwie was vereist ist, also mal gucken, werden wir auf jeden Fall, das kann auch dauern. Ja, ich weiß. Ja, ist ja okay. Und wir tanzen, tanzen. Soll ich euch ein bisschen Musik aufnehmen? Ja, bitte. Das ist so ein bisschen romantische Stimmung und so. Das geht ja weg. Ja, bei den PS3-Controllern geht's ja alle noch. Ja. Wobei ich erstaunlich finde, dass deine Controller immer leer sind. Ja, weil wir meistens jetzt nur noch Dark Souls aufnehmen. Ich habe ja die 4 jetzt und dann, ne? Oh, du hast die 4? Echt? Ja, du doch auch. Seit wann denn? Ja. Da muss ich husten vor Blödheit. So. Ist okay. Guten Tag. Hallihallo und Tschüssikowski. Der Gang ist, glaube ich, nicht das Optimale, um ihn zu kämpfen, weil du ständig jemanden hast, aber er ist tot. Das ist schon gut. Und ich habe so das Gefühl, ich muss mal gerade zur Tür gehen. Ja. Ja, unsere Einbrecherkatze hat es wieder geschafft, um die Tür zu öffnen. Das ist auch ein Saufie, ey. Ein Saufie? Ein Saufie. Ein Saufie. Du warst gestern wieder Saufie. Von der Saufie? Ich war Saufie und du warst sauschlecht. Ja, komm. Da bin ich lieber der Saufi. Ja. Wo wir natürlich immer sagen müssen, Kinder, wir trinken nur Milch. Wir trinken nur Milch, genau.
hochprozentige Milch. Ich würde sagen, und Energy, aber mein Glas ist schon wieder leer. Hochprozentige Milch, 3,5% Fett, ja. Wir sind die ganz mutigen. Da ist noch ein Viech hinter dir. Ja, das ist kein Viech. Um die Ecke rennt das auch einer. Ja, ich hab den gesehen. Den wollte ich eigentlich zuerst holen und dann habe ich den anderen gesehen. Ja. Hey, willst du mich mal anlegen oder was? Aber die spawnen auch also wieder, das heißt, ja, Peng. Ja. Und so viel Seelen bringen die nicht, also ist nicht so schlimm, dass wir die sozusagen beim ersten Mal da durchlaufen ausgelassen haben. Nö. Schlimm gewesen, wenn da mehr Ja, deswegen, also eigentlich fand ich das nicht so schlimm, wenn wir die jetzt erstmal übersitzen lassen haben. Weil das hätte im Endeffekt eh keinen Unterschied gemacht. Also falls ihr euch wundert, wir haben bei dem Boss übrigens gerade unsere Seelen abgeholt. Also nicht, dass ihr denkt, die sind jetzt weg, die 150.000, die hatten wir abgeholt. Haben nochmal 10 Aromaschlick gekauft und noch ein bisschen so Stats, auch wenn das nicht mehr viel bringt, verbessert. Genau, das Belastung waren so. Und HP, glaube ich. Ja, genau. Und das waren so, lass mich lügen, 215.000 Seelen oder so. Die wir da dann hatten. Da ist nicht interessiert, die Statistik unter euch. Ja. Die schießen da hinten gegen die Wand, hörst du? Weiß ich nicht, tu den zweiten Knopf auch mal wieder mit dem Knopf. Jetzt gerade höre ich nichts, aber kann auch sein, dass ich auch mal zu spät bin. Ja. Weil die jetzt auch gerade nicht schießen. Nur zwei Stück sind es noch. Wenn ich diese richtig gesehen habe, da ist auch einer. Oder war der schon mal weg? Da sitzt noch einer, machst du vielleicht auch noch. Oh, da kommt ein Pfeilchen geflogen. Ja, da vorne fliegt ein Schwertchen. Du triffst den Kollegen nicht. Gerade eigentlich nicht so wichtig wie der da eigentlich. Ah, jetzt möchte der nicht aufstehen. Ja, war klar, dass er dann aufsteht so langsam. Ja. Einmal was vorbei, einmal wegsteppt. Also. Das ist doch okay. Finde ich auch. Ja. Ich kann es nicht backstemmen, glaube ich. Doch, die kannst du auch backstemmen. Ja? Links kommt auch noch einer. Ne? Die kannst du auch backstemmen. Ja. Das habe ich vorhin auch schon geschafft. Also, die kannst du backstemmen. Das geht. Aua, ey, das ist nicht so cool. Mal eben hier. Schau mal rein. Dann ja. Dann leck du mal. Du Lecki, du. Wir machen ihn gerade ein bisschen fertig, du. Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade hier soll. Ja, mal gucken. Komm schon. Jetzt besorgst du dich doch mal. Mein Gott. Du bist ja wie eine Katze, erstmal damit spielen. Ja, und dann töten. Töten hat ein bisschen lange auf sich warten lassen. Ja, ja. So, der war hier, ne? Naja, da hinten müsste er irgendwo sein. Da oben auf der. Da oben drauf, da oben links. Ach da. Ja. Genau dort, der da mit seinem Arm so ein bisschen rumwedelt. Ich treffe den Arm noch nie. Doch. Ja, das ist. Da ist die Kollision doch mal groß. Ja, da wollte ich halt schießen und weg. Aber ja, geschossen hast du aber irgendwo in die Wand. Ja. Und getroffen lassen hast du ihn auch. Quatsch. Ah, lebt aber noch. Nicht mehr lange, oder was meinst du? Nö. Hey. Ja, guck mal. ernsthaft jetzt, oder? Ja, der war ja weit daneben. Tot? Nein. Du hast wieder sonst wohin geschossen, nur nicht auf den Gegner. Ey, jetzt geht er mir echt auf den Piss, ey. Ja, aber wenn er dich sowieso schon trifft, dann halt doch einfach, zieh doch einfach durch und bleib im Visionsmodus und. Im Visionsmodus? Ja, und treff ihn einfach und fertig. So. Headshot. Ja. Ja, hast du ja recht. Gemerkt. Ja, Ascanius, ist okay. Ja. Keine Ahnung. Aber bist ja gleich wieder da, wo du hin musst. Ja, kann ich nicht werden. Bei den Stachelschwiens. Ja gut, so viel Seelen waren es jetzt auch nicht, ne?
Nö, ich weiß ja jetzt, dass die ziemlich böse sein könnten. Ne? Ja, das stimmt allerdings. Böse waren die wirklich wohl. Der den Hebel nicht zieht. Ja, bin ich wohl offensichtlich nicht. Ja, du bist ganz mutig. Ja. Können da ja so sehen, wenn da 3000 Stachelschweine drauf wären. Das wäre mies, ja. So aus dem Nichts. Oder so eine Bombe einfach, also und dann geht die Tür zu. Ich glaube, ich würde sowas einfach einprogrammieren, weil ich das lustig fände. Ja, so einmal oder so. Ja. Ja, oder so randommäßig so. Die habe ich schon gesehen. Das war. Ja. Der hat vorne so ein Dreizack drauf, hast du gesehen? Der Pfeil? Ja. Aha. Sah so aus. Kommt angekugelt. Ja. Die wollen hier wieder nicht rein, ne? Tja. Maybe. Ah. Gut, aber ich glaube, so vorsichtig musst du auch nicht sein, dass du den Bogen machst. Mach ich aber. Also an dieser Stelle, ich denke mal, da kommen noch andere Stellen, wo ich den Nahkampf killen muss. Also. Ja, nur mehr oder weniger zumindest, weil andere Mobs noch mit rumlaufen. Goldfußball, da ist noch einer. Noch ein Loot. Ja. Das, ja. Stimmt. So, ein Kloster, wohl jetzt. Das Schwert sieht auch schon nicht mehr ganz gut aus. Dann finden wir mal. So, müssen wir mal eben einmal ein bisschen goldenen Staub in die Luft. Wenn du das sagst. Was ist das? Der Wahnsinn, ich bin so begeistert. Ja, aber. Ruhig bleiben, Finstergeist. Da vorne ist ein Item. Schatten wird benötigt. Da links ist ein Schwein. Ja. Ist das größer als die anderen Schweine? Weiß ich nicht. Kann ich wohl, ne? Nee, glaube ich nicht. Band? Ja, ich habe gedacht, ich kann so noch zurücklaufen, ja. Aber ich bin da am Hängen geblieben. Ich glaube, so triffst du auch den Pfeiler. Ich kann aber so nicht laufen. Ja. Ich kann mit dem Großbogen. Ja, der hat tatsächlich hier. Siehst du? Da? Ja, ja. Man sieht es auch. Quasi drei kleine Pfeile vorne drauf. Mhm. Der ist tot, ganz ruhig. Ja, aber in der Hand. Oder hinten war noch ein Item an irgendeinem Pfosten da. Ja. Dämmerungskraut mal zwei. Ist das rein? Ich möchte auf jeden Fall demnächst mal wieder so einen Bonfire haben. Ja. Alter, bist du böse. Ja, die machen wohl Damage. Ja. Die darfst du wirklich nicht unterschätzen. Na, da war die Grafik gerade ein bisschen am Buggen. Ja. Also ein bisschen ätzend, dass die zwei Pfeiler einstecken von dem Großfeind. Ja. Wäre deutlich angenehmer, wenn es einer wäre. Finstergeist und dann Magie. Nikolai, ja. Ja. Ich hab ihn gesehen, du auch. Ja. Ihr auch, klar. Nein. Und du nicht? Ich hab 22 Schaden gekriegt. Ja, ist schon fast tot, ja. Ja. Ja, da steht er doch. Ja, ich würde ihn mal so machen. Ich habe gedacht, wenn er nicht kriegt er ihn, wenn schön, er schöner Backstep. Aber zu früh, das auch. Jetzt hast du keine Ausdauer mehr. Sonst wäre er jetzt tot. Was hat der für einen Auftrag? Ja. Das ist ja. Der war Pille-Palle. Der war ziemlich Pille-Palle. Und kniet sich hin und lässt sich backstabben. Ja. Geiler Action, ey. Da ist noch so ein scheiß Schwein und ein Item liegt auch noch. Au! Hab ich aber auch nicht gesehen. Von? Oben. Da oben. Ich glaube, ein bisschen weiter links. Ne, ich glaube, da oben auf dem Auto. Nein, von links. Echt von links? Mhm. Da. Nimmst du den.
Dieser große Typ, man ja wohl. Oh, wow, ein bisschen mehr. Der hält so ein bisschen was aus. Ich sehe gerade, die Folge ist schon wieder richtig lang geworden. Yay! Eine lange Folge. Ja. Deswegen würde ich sagen, wir sagen schon mal Tschüss. Ihr könnt noch die Impression dieses Gegners oder Valerius Schießkunst. Na gut, ach. Nach oben springt er da rückwärts runter. Weil du ihn da runtergeschossen hast, du Schwein. Warum schießt der auf die Wand und man sieht's auf der anderen Seite? Ja, ich würde sagen, dann nutzen wir. Da kommt noch einer. Dann nutzen wir die Gelegenheit und sagen jetzt hier Tschüss. Genau. Beenden dann die Folge. Und sind dann morgen wieder für euch da. Ja. Selbe Zeit, selber Ort. Ja, ich bleib jetzt hier einfach stehen und warte, bis ihr morgen wieder da seid. Okay. Tschö. Ciao.